Hallo und willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part bzw. Wi-Fi Battle. Heute spiele ich gegen den Deko. Und er ist wohl fertig. So, nur noch die Pokémon, die ausgewählt werden sollen. Er hat auf jeden Fall ein sehr interessantes Team. Er hat ein Es ist die Vorentwicklung von Kolossan, einem Primarin, einem Amphir, nee, oder Molunk, einem Smetbow und die anderen Pokémon weiß ich jetzt gerade nicht. Ich starte auf jeden Fall mit Silvarro. Ich habe jetzt auch nicht auf jeden ein Item gespielt. Okay, creepy Pose. Das sieht so aus, als wäre der Deko vom Typ Geist. Okay, Silvarov, wen schickt er? Smetbow. Ah, das ist ja ausgeglichen. Ich glaube, ich gehe. Ja, Pflückler. Oder wäre Trugschlag besser? Ah, Pflückler. Ah, schade. Der switcht raus. Auf. Oh, das ist gut. Oh, es war doch ein weibliches Amphira. Ah, Gift hätte auch nichts ausgemacht. Gut. Dann war es erstmal für Silvaro und Robby kommt rein. Ich habe auch zwei Änderungen. Also der Deku ist wohl total underlevelt. Ja, das war nicht schlecht. Naja, wenn ich halt noch geblieben wäre. Ah, das war so klar. Aber er hat mir noch kaum Schaden gemacht. Ach Gott, was ist das denn für ein Typ? Ich hoffe, dass ich es trotzdem schaffe, ihn zu besiegen. Oh, ein nicer Crit. Oh, nice. Schade, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was für ein Typ das ist. Beri. Okay. Pflanze sicher, oder? Pflanze. Okay. Aber mit Eisstrahl können wir es locker besiegen, oder? Wenn nicht, dann habe ich was draus gelernt. Oh, das war ein Fehler. Tropenkick? Was ist das für eine Attacke? Oh, ein KP! Ein KP! Alter! Eisstrahl, wenn der jetzt daneben geht, Alter. Aber ich wette, der Dekoration Rage jetzt. Ah, er switcht raus. Zum. Okay, ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Migma, aber er hatte ja keins. Ah, sehr schön. An der Stelle switche ich raus. Ja. Zu Silvaro. Ja, wer hat das nicht gemacht? Ist mal ganz im Ernst. So. Alter, ich hab so ein. Okay, das wundert mich, dass er auf die Attacke geht und ein Quit. Okay, dieses Mal was. Hier ein Quit. So, was macht er wohl? Ich gebe auf die Laubklinge. Gut, er switcht raus. Zu Amphira, okay. Aber er ging immer bisher auf Amphira raus. Denkt er jetzt, ich switch raus? Ja, ich gehe auf jeden Fall raus. Aber auf wen halt? Also auf Hobby nicht. Genau, auf Relaxo. Läuft. Also, das ist jetzt schon ein viel spannenderes Duell als zum letzten Mal. Und er dachte, ich bleib, also ich switch raus. Deswegen hat er die Attacke gemacht. Aber er hat nicht gedacht, dass ich zu Relaxo wechsle. Wette ich? Funken. Ah, das macht null.
Mein Relaxo tankt vieles, aber es, also der Gegner tankt nicht das. Aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Naja, man kann ja auch nicht denken unbedingt, dass ich unbedingt auf eine Bodenattacke switche. Und er geht auf Smetmo. Oh, das war ein Fehler. Ich hab Feuersturm und Donner. Zündet auch eine Erholung. Käfergebrumm. Alter, kann so oft brummen, wie er will. Aber, ja, okay. Feuersturm, was ist da los? Oh, scheiße. Gut, dass ich die Beere als einziges außerhalb von dem Primarinen-Set noch hatte. Als ob er das getankt hat. Sollte ich jetzt auf den Feuersturm gehen? Ich gehe mal einfach drauf. Käfer gebrummen. Schon wieder. Ah, schade. So lang schläft es nun weg. Nun kann ich aber eigentlich zum richtigen Feuer-Pokémon wechseln. Zu Arcani. Ich würde erst switcht raus. Er könnte zu Primarin gehen. Aber Stromstoß würde auch bei ihm was machen. Er switcht raus. Suna. Ah, nein. Scheiße. Aber ich habe Biss und Solarstrahl. Ich gehe mal auf den Biss. Also, ich will noch nicht zu viel verraten. Wenn Primarin... Oh, shit. Naja, ich glaube trotzdem nicht, dass sie mich umbringen könnte. Wenn doch, dann... Was ist hier mit Arcani? Ewige Nacht. Ich nehme es hier in der Nacht auf. Die Atmosphäre ist so geil, deswegen. Boah, geil, Alter. Boah, das hat null gemacht im Vergleich. Biss macht weiter war. Ja, Arcani. Nicht wahr, Arcani. Nicer Versprecher. Somit ist die Vorentwicklung von Kulusand auch weg. Wetten, sie geht auf. Ja, sie geht auf. Ja, Primarin. Aber das juckt mich nicht. Sollte ich Solarstrahl oder Stromstoß? Ja, auf den Solarstrahl. Nicht Solarstrahl. Was rede ich da für einen Kack? Ja, ein bisschen Schaden. Ah, jetzt wird Arcani auch gehen müssen, aber er hat einen geilen Job gemacht. Oder nee? Ah, schade. So, Silvaro macht deinen Job. Ich wette, sie switcht raus. Beziehungsweise er. Ja, sie? Das weiß ich jetzt nicht. Auf YouTube habe ich mal angenommen, dass der Deko männlich wäre. Hat er noch? Oder? Ach, ich gehe auf die Laubklinge. War ja klar. Oh Mann. Smetbow. Ich hätte doch auf Toxin gehen können. Aber er stellt sich... Ja, sie stellt sich gar nicht so schlecht an. Pflückler, damit hat er nicht mehr gerechnet, oder? Glaube ich zumindest. Ja, Volltreffer, aber er war auch so sterben gegangen. Selbst wenn ich jetzt die Laubklinge hier benutzt hätte... Ja, Beri, wer war das nochmal? Ach, das Pflanzenvieh. Oh, Pflanze gegen Pflanze? Glaubst du? Hm? Pflückler. Macht genauso viel Schaden. Ja, was ist jetzt? Oder hat er noch eine Geheimwaffe? Er hat noch eine Geheimwaffe. Gut, immer her damit. Ach so, ja, ja, Primarin. Oh, er hat super gespielt. Ja, am Ende hab ich ihn halt weggesweet. Und ja.
Ja, Primarin genau in der 10. Minute sterben. Ja, tut mir leid. Lucy, du hast verloren. Beziehungsweise Deku halt. Okay. Ja, wie immer behalte ich die Kampfvideos. Ja. So. Nee, wir machen jetzt nicht nochmal einen Kampf. Ich verlasse mal den Kampf. Wie das klingt. Ja, das war auf jeden Fall ein nices Pokémon-Battle. Würde mich freuen, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst. Und schreibt in die Kommis, wenn ihr auch ein Battle mit mir wollt. Übrigens, der Kanal vom Deku wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Also dann, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Leute!